Hi. I'm here to give you a handy tip. Hallo, ich möchte Ihnen einen Tipp zum Verfeinern der neuen Gallpellets geben. Also was ich hier tue, ist das Dippen der Pellets in der Gallflüssigkeit. Ich nehme eine leere Partikelflasche und fülle die Partikelflüssigkeit einfach zurück in die Flasche. Die Gallflüssigkeit ist PVA-freundlich. Das heißt, ich kann ein mit Pellets befülltes PVA-Netz in die Flüssigkeit tauchen. Und den Pellets so eine extra Portion Lockstoff geben. Ready for the next bag to be made. Also um es nochmal zu verdeutlichen, einfach ein mit Pellets befülltes PVA-Netz in diese Flüssigkeit tauchen und den Pellets so eine extra Portion Lockstoff geben. Also das Ganze macht einen riesen Unterschied beim Angeln. Wie Sie hier sehen können, sind das hier PVA-Netze, die ich schon vor einiger Zeit gedippt habe, wenn man so will. Die Pellets werden an der Außenhaut schon weicher und nehmen die Flüssigkeit regelrecht in sich auf. Das bedeutet, dass die Pellets schon anfangen, sich aufzulösen, bevor sie auf dem Spot ankommen. Ich hänge das Netz am Haken ein, bevor ich den Köder auswerfe oder mit dem Boot ablege.